So, Servus, Grüezi und Hallo allerseits. Ich bin's mal wieder, der Bono. Heute mal mit einem etwas anderen Tutorial, und zwar FIFA 16, die Demo hier gerade vorliegend. Ja, habe ich mir einfach mal angesehen, habe ich mir schon. Die Demo ist ja mittlerweile draußen für alle möglichen Plattformen. Sprich, ihr könnt sie auf dem PC runterladen, über Origin zum Beispiel, oder ihr ladet sie wie ich jetzt hier gerade auf der PlayStation 4 schon runter aus dem PSN Store und seid in der Lage, kostenlos bereits einige Eindrücke über FIFA 16 zu gewinnen. Das Spiel selbst kommt am 24. September raus. Ab da ist es dann auch in der Vollversion für alle Leute normal zugänglich und dann kann man auch online spielen. Solange kann man das hier gerade, ja, ungefähr 2 Wochen lang testen. Und ich gebe jetzt hier mal meinen ersten Eindruck. Das, was alles neu vielleicht für FIFA 16 ist. Wenn ihr euch die Demo selber schon runtergeladen habt, werdet ihr vielleicht einiges wiedererkennen für Leute, die sich noch nicht sicher sind, ob sie sich die Demo runterladen sollen oder vielleicht FIFA 16 als Vollversion. Ist das vielleicht eine kleine Hilfestellung? Und zwar gehen wir einfach mal drauf, okay, was gibt es ja bei FIFA 16 Neues? Das ist das No-Touch-Dribbling. Da werden wir in den nächsten Wochen definitiv, oder ich werde da auf jeden Fall mal drauf eingehen. Clinical Finishing ist auch neu dabei. Also effektiv heißt No-Touch-Dribbling einfach, dass der Spieler den Ball nicht wirklich berührt und in der Lage ist, eben während der Ball selber läuft, mit Körpertäuschung den Gegner zu, ja, umkurven. Eine durchaus variable Möglichkeit, eine, die auch in FIFA 16 bislang sehr, sehr gut kommt. Ob es letztlich im Balancing der Vollversion auch so ist, werden wir dann sehen. Clinical Finishing, okay, ist nichts anderes als ein bisschen, ja, überarbeiteter Torabschluss. Das erkennt man dann auch definitiv an. Tore schießen ist jetzt ein bisschen, ja, skilllastiger geworden, würde ich mal sagen. Es hilft nicht einfach nur in den richtigen Situationen dazustehen und einfach ein bisschen zu schießen oder sowas, sondern es kommt auch sehr auf die Art des Abschlusses an. Das ist wieder sehr viel variabler geworden. Dann kommen wir zu weiteren Features wie Defensive Agility und Defend as a Unit. Das Defensivverhalten in FIFA 16, jedenfalls in der Demo, ist deutlich besser als das, was man aus FIFA 15 gewohnt ist. Alleine dafür schon eine direkte Empfehlung. Die Verteidiger agieren intelligenter. Das kann man definitiv so stehen lassen für alle Beteiligten, dass man dann auch weiß, yo, okay, die Verteidigung lässt sich jetzt nicht einfach überrumpeln, sondern die reagieren auch definitiv mit den defensiven Mittelfeldspielern, um weiterhin defensiv stabil zu sein. Ansonsten standen die einfach mal im Raum rum oder so, haben sich nicht wirklich dem ballführenden Spieler zugewandt. Das ist jetzt ganz anders. Auch das Umschaltverhalten von Offensive auf Defensive funktioniert deutlich, deutlich besser. Umgekehrt natürlich genauso. Es gibt den FIFA-Trainer, ja, den kann man sich jetzt mit anzeigen lassen. Das ist dann einfach eine Möglichkeit, wie hier unten eingebildet zum Kreis, der euch dann je nach Spielsituation ein paar Tipps gibt, wo ihr zum Beispiel den Ball hinspielen könnt, wie ihr in den Ball passt, ja, wie ihr vielleicht auch schießt oder wo ihr vielleicht flanken könnt. Das ist vor allen Dingen was für Leute, die noch nicht so erfahren vielleicht mit FIFA sind oder ein bisschen besser in FIFA 16 reinkommen wollen, die können sich das mal mitlaufen lassen. Aber allgemein würde ich mal sagen, für die Leute, die schon wirklich Erfahrung haben, ist das nicht wirklich was. Ansonsten, Frauennationalmannschaften sind mittlerweile in FIFA dabei, war ja ein großer Diskussionspunkt. Ich habe auch schon mal mit den Frauen gespielt tatsächlich. Und ja, war in Ordnung. Kann man definitiv machen. Ist eine nette Neuerung, wenn man da Bock drauf hat. Genauso wie zum Beispiel der FUT-Draft-Modus, ja, dass ihr in FIFA Ultimate Team jetzt einfach Spieler draften könnt und mit denen eine Weile spielt. Das ist ein ganz nettes System. Das könnt ihr euch mal angucken. Das ist übrigens auch in der Demo vorhanden. Das heißt, ihr könnt das dann mal offline durchsimulieren. Und auch da gibt es nicht nur die Kader von den Mannschaften, mit denen ihr hier im Anschluss spielen könnt. Auf die gehen wir jetzt nämlich mal ein und auf die anderen Änderungen, die wir bereits da haben. Steuerung ist im Grunde ähnlich. Die Menüführung ist auch jetzt nicht so was Neues, dass ihr sagen müsstet, okay, im Vergleich zu FIFA 15 müsst ihr euch da jetzt reinarbeiten. Wir haben einige Mannschaften dabei, im Rest der Welt zum Beispiel haben wir Real Madrid diesmal, River Plate, Seattle, Borussia Mönchengladbach, Dortmund, der FC Barcelona, Chelsea, Inter Mailand, Manchester City, PSG und dann rotiert das Ganze eben weiter. Und bei den Frauennationalmannschaften haben wir USA und Deutschland. Das ist schon ein bisschen mehr, als wir das zum Beispiel aus den letzten Jahren gewohnt sind. Ja, kann man nehmen, ist total in Ordnung. Wichtig ist nur, die Kader hier sind nicht komplett aktuell. Das ist noch eine Version quasi, die auch auf der Gamescom bereits da stand. Entsprechend haben wir hier so die Kader-Updates von irgendwie Anfang August. Mehr oder weniger für so Teams wie Barcelona oder Real Madrid macht das nicht einen riesigen Unterschied, aber was soll's. Gehen wir mal ein bisschen in das Teammanagement rein, denn da sind wieder so ein paar interessante Sachen. So sieht die Menüführung jetzt aus. Die Werte sind hier auch noch nicht hundertprozentig aktualisiert. Das wird sich bis zur Vollversion auch gegeben haben. Dafür haben wir stattdessen schon neue Leute dabei wie Alex Vidal, den man vor allen Dingen in der Rechtsverteidigung nutzen kann oder im rechten Mittelfeld, wenn man da Bock drauf hat. Ein sehr, sehr schneller Spieler, der allerdings auch über eine gute Aggressivität verfügt. Arda Turan natürlich für der war ziemlich einziger Transfer, auch den der FC Barcelona ja mit Transferembargo hat tätigen können, der auch erst im Januar spielberechtigt ist, aber hier in FIFA schon dabei. Viel wichtiger sind ansonsten so ein paar andere Sachen. Die Aufstellungen sind bislang absolut identisch mit dem, was man auch in
FIFA 15 irgendwo hat finden können. Die Rollen sind auch ähnlich. Man sieht nur, das Ganze ist eine deutliche Stufe heller. Das Einzige, was wirklich interessant ist, was auch das Spiel und die Änderungen tatsächlich mal ein bisschen beschreibt, ist eine neue Abfangeinstellung bei den taktischen Anweisungen. So gibt es jetzt zum Beispiel sowas wie energisches Abfangen, was dann einfach nur bedeutet, ja, man geht ständig drauf, um die Pässe auch risikoreich abzufangen. Hauptsache ist es Bewegung im Spiel. Oder das konservative Abfangen, das dann eher auf Abwarten und vor allen Dingen für Spieler gut ist, die kontern. Konservatives Abfangen kann man zum Beispiel jetzt als taktische Anweisung für die Innenverteidigung nutzen, wenn man möchte, auch mal für die Außenverteidigung oder fürs defensive Mittelfeld. Das energische Abfangen nutze ich persönlich ansonsten vor allen Dingen im Sturm und im offensiven Mittelfeldbereich, einfach um ein vernünftiges Pressing reinspielen zu können. Das ist in FIFA 16 sehr, sehr wichtig und auch sehr gut möglich, muss man so klar sagen. So, also das ist eine ganz, ganz wichtige neue Einstellung, die man hier bei den taktischen Anweisungen hat, auch für jede Position, außer natürlich für den Torhüter, der braucht kein taktisches Abfangen. Von daher, das ist eine sehr, sehr interessante Neuerung, die auch ja, ein bisschen mehr Tiefe in das Spiel bringt. Für alles Weitere geht es dann einfach in die nächsten Wochen rein zu dem, wie FIFA 16 sich insgesamt entwickelt. Von daher hoffe ich, ihr habt vermutlich ähnliche Eindrücke schon mal irgendwo gewonnen. Ich hoffe, das hat euch ansonsten ein bisschen geholfen, euch vielleicht Interesse darauf gemacht, sich einfach mal die Demo kostenlos runterzuladen. Ist ja nicht die Welt für die Leute, die das interessiert. Ist schon definitiv eine Lösung und meines Erachtens noch eine super Sache. In dem Sinne, bis nächste Woche. Danke, ciao.